erstmal noch zum Essence Blossom Dreams Liquid Eyebrow Lifter. Den benutze ich halt voll gerne unter den Augenbrauen, weil das halt die Augenbrauen so optisch so liftet und ja, weil das halt allgemein voll der nice Effekt ist und man kann ihn halt schnell auftragen und so. Also es ist halt kein Problem, ja, deswegen benutzen wir das erst noch. Ihr tragt das so ab der, so ab, wenn die Augenbrauen so schmaler werden, ab da tragt ihr es am besten auf. So, das wird ziemlich schnell trocken, also Pinsel, 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 Pinsel nehmen. Ich nehme immer so einen Applikator und einen Pinsel und nehme aber nur diese Seite und verstreiche das praktisch so ein bisschen, so dass das, ja, dass man halt die Seiten nicht sieht, also alles verblenden. Und jetzt die andere Seite. Irgendwie sieht die Seite immer richtig viel heller aus, aber ich glaube, das ist nur, weil mein Gesicht an dieser Seite einfach im Licht ist und an der anderen halt nicht. Ich glaube, das ist der einzige Grund. Vermutlich stimmt der Eindruck nämlich überhaupt nicht, sondern das liegt wirklich nur daran. Pinsel, Pinsel. Hab mal wieder meine Augenbrauen schön mit angemalt. Jetzt aber Mascara. Wobei, wartet, ich mache zuerst nochmal das hier und mache damit meine Augenbrauen finito. Das ist nämlich ziemlich wichtig. Wenn man das nämlich vergisst, löst sich das meistens schnell wieder in Luft auf. Also, nochmal kurz überpudern. Das Ganze wird jetzt meistens heller, als man denkt, wie ihr schon seht. Aber ich finde das gut, weil ich mag es eh nicht, wenn die Augenbrauen so mega dunkel sind. Das ist nicht so mein Style. Also habe ich so eher lieber. Mist, jetzt ist hier so ein weißer Fleck so mittendrin. Passiert. Auch über den Highlighter gehen. So. Und jetzt auf der anderen Seite noch. Ich habe alles in den Wimpern vor allen Dingen. Und auf dem Rest meines Gesichts. Also nimmt am besten nicht zu viel Kompaktpuder. Nimmt erstmal so ein bisschen weniger und dann, ja, verstreicht es halt gut. So ist das doch schön. Nur diese weißen Flecke, die ich jetzt auf der Augenbraue habe, sind irgendwie weniger schön. Ich weiß nicht mehr, ob ihr das seht. Diese weißen. Hier sind jetzt vorne so zwei weiße Flecke und die stören mich übel. Aber egal, jetzt, who cares? Jetzt kommen wir aber wirklich zur Mascara. Und zwar, die sieht voll cool aus, der Big Drama Mascara. Und es reflektiert alles so schön. Yes! Let's see. Ich mache zuerst meinen oberen Wimpern und dann meinen unteren. So sieht die Bürste aus. Egal wo ich bin irgendwie im Weg. Also so sieht sie aus. So, let's see. Die funktioniert ja eigentlich sogar ganz gut. Ich glaube, ich mache vorher einmal runter, weil das da alles noch total hell ist vom Kompaktpuder und allem. Also ja, ganz nice eigentlich. So, das Gefühl ist so ganz gut. Und es verklebt auch nicht besonders, wie ich hier gerade sehe. Das ist auch gut. Ich weiß gar nicht, wie. Ich glaube, so rum soll man sie halten. Sehr schön. Also was mir besonders gefällt, die Wimpern verkleben halt wirklich nicht. Das finde ich halt mega gut. Und sie gibt halt trotzdem Volumen. Und das halt auch ordentlich. Also
Ja, das ist echt eine ganz gute Mascara. Ich denke, die werde ich auch wieder benutzen. Nur man hat so das Gefühl, es dauert irgendwie Ewigkeiten, bis so... bis das so alles so drin ist. Also bis so die Wimpern... So die Bürste ist halt nicht so... Oh, wisst ihr? Das ist schwer zu erklären. Die Bürste ist halt schwer so... Die nimmt die Wimpern so schwer auf. Also hier auf dieser Seite sehen meine Wimpern ja wohl mal richtig messed up aus. Hier verklebt sie auch total. Aber vielleicht liegt das auch an dem ganzen Puder, was eben gerade in meinen Wimpern lag. Also hier vorne hat sie jetzt so total verklebt. Da ist jetzt so ein Klumpen drin. Nice. Der irgendwie auch nicht rausgeht. Also an der anderen Seite hat es irgendwie besser funktioniert, so gefühlt. So, jetzt die Wimpern unten. Ich krieg das nämlich nicht wieder auseinander. Also jetzt unten. Wie soll ich denn mit der unten machen? Oh, das geht ja fast gar nicht unten. Also für unten eignet sie sich schon mal überhaupt nicht. Ich hole mal meine andere, das wird dann nämlich besser. Nicht wundern, wie ich das jetzt mache. Ich mache das danach darunter wieder weg und mache dann den Concealer. Das mache ich immer so. Oh nein, meine Kamera schwächelt schon. Also, das ist ja meine Lieblings-Unten-Mascara. Essence All Eyes On Me. Die ist super gut, Leute. Wirklich so für die unteren Wimpern richtig Boss. Und dann benutze ich die jetzt halt, weil... Die gerade konnte man ja gar nicht für die unteren Wimpern. Da hätte ich ja noch Jahre gebraucht. Wieso macht man eigentlich immer den Mund auf, wenn man sich schminkt? Dieses Mysterium dürft ihr gerne mal für mich ergründen. Also nochmal, meine Kamera hat sich schon wieder von selber abgeschaltet. Das ist auf jeden Fall schon mal besser als zwei- oder dreimal auftragen. Reicht einmal denn? Ja, einmal reicht, habe ich gerade beschlossen. Jetzt nochmal Kompaktpuder drüber, dann wird das Ganze nochmal weißer. Wobei das ja eigentlich Smoothing and Brightening Powder ist, aber ich würde sagen, da steht auch drauf als Finish nach dem Make-up auftragen. Also kann man das in jedem Fall als Kompaktpuder verwenden. Ist jetzt also nicht falsch oder so. Es kommt echt auf das Licht an. Hier würde ich sagen, der Concealer hat alles nur noch verschlimmert und wenn ich weiter weggehe, würde ich sagen, ja, es hat was verbessert. Also es kommt immer drauf an, was man für ein Licht gerade hat. Und hier müsste ich eigentlich auch so Concealer machen auf meine Nase und so, weil die halt so dunkel ist. Und wenn ich das halt nicht mache, dann, weil ich habe hier halt so Abdrücke von der Brille und wenn ich das nicht mache, dann sieht man immer so richtig den Unterschied. Also ich mache das jetzt mal mit, zumindest hier so. Jetzt aber wieder mit meinem flüssigen. Weil sonst ist das, glaube ich, echt heavy, der Unterschied. So ein bisschen zur Nase nach vorne hin auslaufen lassen ist, glaube ich, ganz gut. Weil der macht halt wirklich nicht viel Unterschied, der Concealer. Der ist halt wirklich nicht so gut. Aber Manhattan ist halt meine übelste Lieblingsfirma. Ja, deswegen... Ich glaube, da mache ich nicht nochmal Smoothing Powder drüber. Sonst wird das, glaube ich, zu hell. Ja, dann sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Wir haben noch die Lippen und den Contouring und Highlighting Stick, auf den ich mich besonders freue. Fangen wir mal mit Contouring an. Das ist der Contour Stick von Eustar. Und ich habe das noch nie benutzt und bin schon die ganze Zeit total gespannt darauf. Also mal sehen. Wow, der macht ja übel. Ich habe richtig Schiss, das zu verschmieren, weil das so heftig ist. Das ist natürlich jetzt auch überhaupt gar nicht in irgendeiner Weise symmetrisch. Ich weiß gar nicht, welchen Pinsel ich benutzen soll. Soll ich mal den neuen Contouring-Pinsel auspacken? Ich pack mal den neuen Contouring-Pinsel aus. Probieren wir es mal aus. Die oder die Seite? Ich glaube, ich benutze mal die. Nur so zum Verschmieren. Ja, das ist halt nice. Also, das finde ich halt wirklich nice. Weil das kann man auch viel besser auftragen als Puder. Weil bei Puder ist bei mir immer das Problem, ich... mache es jedes Mal falsch, wirklich, weil es halt so schwierig ist, das gerade hinzubekommen mit Puder.
Aber mit Stick ist das halt immer überhaupt gar kein Problem. Ich glaube, jetzt habe ich hier zu viel. Aber egal, ich will noch mehr haben. Mal sehen. Das ist jetzt auf jeden Fall zu dunkel und auch viel zu viel. Und auch zu weit unten. Aber egal. Ich mag den Pinsel. Ja, genau. Ich sehe halt einfach so braun aus. Also, das ist schon mal viel zu viel, Leute. Also, nimmt nicht zu viel. Und oben mache ich meistens gar nicht. Und an der Nase schon so ein bisschen. Aber eigentlich nur Highlighter. Also, eigentlich mache ich nur, ja, hier außen. Ja, dadurch, dass das jetzt zu viel war, benutze ich noch einmal kurz den Weichen, um das zu kompestieren oder wie auch immer man das nennt. Auf jeden Fall, um das wegzukriegen. Geht eigentlich. Es ist eigentlich gar nicht so viel, aber es ist auf jeden Fall zu breit. Also ich würde es nicht so weit nach unten ziehen, wie ich es jetzt gerade gemacht habe an eurer Stelle. Ich mache immer so. Und das so, was unten ist, unter den Wangenknochen, das contoure ich halt, keine Ahnung, ob dieses Wort überhaupt existiert. Und alles darüber highlighte ich halt praktisch. Also, this is my thing. Der Pinsel gefällt mir richtig gut. Der ist richtig nice aufgestellt. Also so, dass die eine Seite so dieses ist und die andere Seite so jenes. Das ist ganz nice eigentlich. Ich glaube, hier brauche ich noch ein bisschen mehr. Nur ein bisschen. Dass das im Gegensatz zur anderen Seite auch passt. Ja, so ist besser. Trotzdem nochmal drüber, übers Contouring mit weißem Puder. Einfach nur, um es nochmal festzumachen. Ja, ich glaube, dass es jetzt auch bei mir nicht so gut funktioniert hat. Aber egal. Und jetzt der Highlighter-Stick. Der Highlighter soll voll gut sein. Wie gesagt, ich hatte den ja schon bei meiner Freundin gesehen. Also mal sehen. Also, da mache ich immer hier und dann gehe ich hier praktisch hoch. So, hier so. Und dann wieder hier hochgehen praktisch. Und wieder hier runter. So auf den Wangenknochen. Alter, das ist so übel. Der haut voll rein, Leute. Der ist voll gut. Und dann halt noch die Nasenspitze. Yes! Und hier oben finde ich auch immer noch ganz gut. So auf der Lippe. Aber ich glaube, dafür bin ich zu blöd. Probiere ich mal meinen tollen Highlighter-Pinsel aus. Jo! Also der Highlighter ist wirklich so gut, wie ich es von meiner Freundin erfahren habe. Der haut übel rein. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht, aber das ist echt heftig. Und ja, irgendwie auch besser als der Contouring Stick. Also erfüllt so seine Aufgabe besser, würde ich sagen. Und ja, haut halt auch übelst rein. Jo, finde ich aber richtig gut. Also wirklich, weil... Oh, ich habe die Nase vergessen. Weil ich habe halt wirklich sonst nur den Puder-Highlighter und der ist halt wirklich nicht so gut. Aber wenn ich das habe, bin ich schon mal versorgt. Warte, jetzt nochmal mit weißem Puder drüber. Nicht so dolle, damit das nicht noch heftiger wird. Aber so ein bisschen, dass das fest wird. Jetzt auch nicht so heftig, dass das hier, dass man den Highlighter wegmacht, sondern einfach nur so ein bisschen, um das zu verbessern. So, und habe ich jetzt überhaupt noch irgendwas? Oh ja, habe ich. Und jetzt die Lippen. Ich habe mich erstmal für diesen Lippenstift entschieden. Einfach nur Youstar Lipstick. Momento. Der ist voll gut, der Lippenstift. Ich habe voll übergemalt, sorry.
Weil den kann man halt so richtig gut auftragen. Der ist so total so weich, würde ich sogar fast sagen. Und deswegen kann man den halt voll gut auftragen. Richtig nice. Eigentlich mache ich ja diese schmale Linie, wo eigentlich der Lip Liner sein soll, nie mit. Weil ich finde, das sieht doof aus. Ich mache das aber jetzt mal, weil ich nämlich keinen Lip Liner benutze. Also ja, ist das vielleicht gar nicht schlecht, das jetzt mal mitzumachen. Ich muss echt aufpassen, dass meine Kamera das noch aushält. Jetzt muss ich noch irgendwas nachdrehen. Und das wäre echt bescheuert. Ein bisschen zu viel ab, als ich eigentlich wollte. Ja, okay. Sonst bin ich zufrieden. Nur das muss ich hier nochmal richtig stellen. Ja. Das unten ist jetzt auch nicht so symmetrisch. Naja. Bei sowas brauche ich immer sowas von lange. Ihr wollt nicht wissen, wie lange ich neulich am Lippenstift saß. Bestimmt über eine Stunde oder so. Auf jeden Fall zu lange. Aber so dieses Auftragen von dem Lippenstift ist echt, das ist echt nice. Der hält sogar richtig gut. Ich krieg den kaum ab an den Stellen, wo er nicht hingehört. Das wird jetzt eh nicht mehr perfekt. Who cares? Und dann darüber wollte ich noch... Wo ist das hin? Habe ich mich draufgesetzt? Nee. Hier. Velvet Lip Cream Soft Matte. Um halt so einen Ombre-Look zu machen. Oh mein Gott, das sieht pinker aus, als ich dachte. Oh, das fühlt sich voll krass an. Und es riecht nach Tee. Es riecht wirklich nach Tee. Das ist voll strange. Ja, der Ombre-Look wird jetzt nicht so super, weil ich halt kaum Rand gelassen habe. Ich habe übrigens auch jetzt erst verstanden, wie man den weißen Lip Liner benutzt. Man benutzt ihn natürlich auch so, dass man ihn halt dann reinmacht und nicht als Lip Liner benutzt. Sondern halt irgendeine dunklere Farbe. Ist ja logisch, aber ich habe das halt so nicht gerafft. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht so perfekt ist, wie ich es mir gewünscht habe. Das ist der fertige Look. Ich hoffe, er gefällt euch. Und wollte ich noch irgendwas sagen? Ich gehe mal ein bisschen näher ran, damit ihr es besser sehen könnt. Und der Adventskalender ist auf jeden Fall super, würde ich sagen. Ich bin extrem zufrieden mit all diesen Produkten. Manche waren besser, manche waren nicht so gut, aber alle waren insgesamt echt gut mit meinen anderen Adventskalender-Produkten verglichen, würde ich sagen. Ja, und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr mehr Make-up-Videos von mir sehen wollt, sagt mir einfach Bescheid. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Und wenn es das war, dann sehen wir uns. Tschüssi!